Ich bin Fernanda Brandão, 32 Jahre alt, aus Brasilien. Die meisten kennen mich als Moderatorin, als Schauspielerin, als Fitness-Queen, Gute-Laune-Gesicht und heute auch mal abgeschminkt. Für mich ist Schönheit Natürlichkeit, Ehrlichkeit, Unverfälschtheit und Charisma. Ganz viel Charisma. Ich habe gelernt, mich so zu akzeptieren. Ich hatte wirklich sehr hässliche Zähne. Ich habe lange Daumen gelutscht als Kind und habe lange eine Zahnspange getragen. Wenn ich mich privat schminke, was ich sehr selten tue, aber wenn ich es tue, tue ich es sehr extrem und dann male ich ein Bild. Und je nachdem, was mir gerade in den Sinn kommt, male ich halt drauf los. Ich finde es toll, wenn ich abends weggehe und ich sehe Leute mit Glitzer oder mit Farben oder auch Männer einfach als Ausdrucksform. Finde ich super schön. Ich denke, so meine größte Make-up-Styling-Sünde war mein 14. Lebensjahr. Komplett. Ich hatte blondierte Haare wie Pamela Anderson, eine Zahnspange, rasierte Augenbrauen und wirklich so zwei Bögen. Die waren ja damals total in. Viel zu viel Schminke und farbige Kontaktlinsen. Also ich war eigentlich wirklich ein Unfall. Ich glaube, das Einzige, was ich wahrscheinlich nicht ungeschminkt machen würde, wäre auf die Bühne gehen oder ins Fernsehen. Einfach auch aus dem Grund, weil ich denke, es wäre unprofessionell und das macht man nicht. Wenigstens Puder, sonst glänzt man, aber ich fühle mich sau wohl ohne Schminke. Manchmal muss mein Management mich schon ein bisschen prügeln. Ananda, du weißt, du musst geschminkt hingehen und hohe Schuhe tragen. Ich so, ja. Die Momente, wo ich mich besonders sexy fühle oder einfach besonders wohl in meiner Haut, haben mit Schminke meistens sehr wenig zu tun. Es waren Momente, wo ich einfach so dieses Glühen in den Augen hatte, dieses Funken im Herzen. Oft im Urlaub. Oft, wenn die Haut einfach sonnengeküsst war, da braucht man auch kein Make-up. Ich bin Fernanda Brandão, ich bin jetzt abgeschminkt und fühle mich gut.